Ja, wir haben heute den Herr Wolf, den Einsatzleiter der Polizei hier am Chiemsee. Das haben wir zu Gast oder im Interview. Und Herr Wolf, gleich die erste Frage. Wie lief gestern der Anreisetag ab? Also die Anreise war vollkommen problemlos dieses Jahr. Wir haben erfahrungsgemäß ja an den ersten Veranstaltungstagen immer noch etwas weniger Zuschauer als wie dann am Wochenende. Und bei dem schönen Wetter können wir natürlich auch alle Parkplätze wunderbar beschicken. Das hat der Veranstalter wieder sehr gut hinbekommen. Und von daher haben wir keine Probleme bei der Anreise gehabt. Okay, perfekt. Dann gerade in Bezug auf jüngste Ereignisse oder die aktuelle Lage, gibt es eine verschärfte Polizeipräsenz jetzt am Chiemsee Summer 2016? Es ist natürlich so, dass wir auf diese jüngsten Lageentwicklungen reagieren müssen. Wir haben natürlich schon immer ein Sicherheitskonzept bei diesem großen Festival gehabt. Wir haben das angepasst angesichts der aktuellen Ereignisse und setzen zunächst vor allen Dingen hier eben auf eine verstärkte, sichtbare polizeiliche Präsenz auch. Wir haben hier Kräfte umgruppiert, wir haben neu strukturiert und wir haben das, glaube ich, auch erreicht, dass deutlich mehr Polizei auf dem Festival sichtbar ist. Wir wollen aber ausdrücklich aus dem Festival keinen Hochsicherheitstrakt machen. Es soll seinen Festivalcharakter bewahren und die Leute sollen hier durchaus feiern können. Es ist ein Festival. Okay. Haben Sie aktuelle oder konkrete Zahlen, wie viele Beamten vor Ort sind? Wir beschäftigen hier täglich zwischen 80 und 100 Beamten im Schnitt rund um die Uhr. Genau. Okay. Hat man eine Veränderung, ich weiß nicht, wie lange Sie schon dabei sind, hat man eine Veränderung vom Chiemsee Reggae Summer zum Chiemsee Summer Festival? Ich meine, seit 2-3 Jahren ist ja jetzt Chiemsee Summer. Ja. Gibt es irgendwie verschiedene Einsatzgebiete oder wird jetzt weniger auf, sag ich mal, Rauschgift, Cannabis geschaut und mehr auf andere Sachen oder Drogen? Oder wie hat sich da das Publikum verändert? Man stellt natürlich Änderungen fest. Ich bin seit vielen Jahren dabei und habe sowohl den Reggae-Summer gemacht als jetzt den Chiemsee-Summer. Eine wesentliche Änderung ist natürlich, dass wir jetzt einfach durchgehend Festival haben gegenüber früher. Wir hatten ja früher am Donnerstag sozusagen einen festivalfreien Tag ohne Musik, wo nur Anreise war. Das ist jetzt weggefallen. Das Publikum hat sich etwas geändert. Klar, wir hatten früher dieses eher reggae-lastige Publikum. Das Musikangebot ist jetzt ja wesentlich breiter gestreut. Wir haben den Eindruck, dass es jetzt auch in den letzten 2-3 Jahren so ist, dass das Durchschnittsalter etwas gestiegen ist. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch ein sehr junges Publikum hier. Wir haben die entsprechenden Probleme natürlich mit Rauschgift, die hat aber jedes Festival nahezu. Und da legen wir natürlich ein Augenmerk drauf. Das hat sich jetzt gegenüber früher nicht sonderlich geändert. Man kennt es ja vielleicht, dass man am letzten Festivaltag vielleicht auch noch ein bisschen bis mittags gefeiert hat und dann am nächsten Tag abreisen will. Bieten Sie dann an, irgendwie einen Alkoholtest noch zu machen, wenn man sich nicht 100%ig sicher ist und hierher kommt und sagt, man wird noch ganz gern husten? Nein. Machen Sie nicht. Das macht die Polizei grundsätzlich nicht. Derjenige muss das schon selber einschätzen können, dass er wirklich sagt, ich bin 100%ig fahrfähig und fit. Und wenn er sagt, ich bin mir da nicht sicher, dann soll er einfach die Finger vom Steuer lassen. Okay. Dann vielen Dank fürs Interview, ja, und einen schönen restlichen Chiemsee Summer noch. Klar, gut. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss, schönen Tag noch. Mammut, Musik, die auffällt.